Ja, und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda. A Link to the Past, ja. Als ich abgespeichert habe, hatte ich nur noch die Wahl zwischen dem Haus oder dem Sanktuarium, also der Kirche. Deswegen ist mein Dienststand ein bisschen höher. Als in der ersten Folge. Ja. Aber jetzt geht's halt jetzt weiter im östlichen Palast. Und hier haben wir schon die ersten Pfeile. Ja, was mir vor ein paar Tagen aufgefallen ist, das werdet ihr gleich sehen. Diese vier Statuen. Waren bisher. Sind mir bisher nie richtig aufgefallen. Aber jetzt, da Tears of the Kingdom aufgetaucht ist, ergeben diese Statuen auch ein bisschen mehr Sinn. Warum tauchen diese Statuen in der Form nicht im Tears of the Kingdom auf? Ja, das ist die Frage der Fragen. Aber sie sehen aus wie Sonai-Statuen. Aber ob das auch stimmt, kann ich nicht sagen. Aber verdammt ähnlich sehen sie aus. Oh, und hier haben wir ja schon das. Ich will euch mal was zeigen. Geht's nicht weiter? Und hier auch nicht. So, geht's. Aber hier geht's weiter. Wir machen jetzt mal einen kleinen Viecher platt. Ich weiß, das war ein Fehler von meiner Seite aus. Warte mal. Ah. Das gehört ja auch noch dazu. So. Also ich sammle jetzt hier die Rubine. Extra, weil ich weiß jetzt nicht, wie lange ich für den Tempel brauchen werde. Schon mal für ja. Man, das habe ich jetzt gerade nicht richtig wenden können. Ich. Nur noch anderthalb Herzen. Nein, 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 nein. Also
Fall. Geöffnet, was noch nicht geöffnet werden sollte.
zweite Brief fahren. Wie gesagt, für die dritte Klasse braucht die. Alter, wie konnte ich nur den Fehl wieder freilassen? Und weil ich noch so blöd war, die eine Fee freizulassen, darf ich nochmal hier reinspringen. Dadurch verlängert sich das LP. Gut, dass ich mir gerade Feen gefangen habe. Und dann ziehen die mir auch noch Energie ab. Also nicht nur Herzen, sondern das, was ich eigentlich brauche hier. Um die magischen Gegenstände. Betreiben. Ah, diese komischen Viecher. Aber ich kann nicht so was sagen, ich habe es gleich geschafft. Jo, zweiter Tod. Irgendwie haben die Viecher es voll auf mich abgesehen. Gegner.
über mit dem Schwert hinweg. So, jetzt habe ich den auch besiegt. Das erste Amulett erhalten. Dieser komische blaue Typ, der hat mir schon wieder Herzen abgerissen. Wir kommen hier rein. Dann kriegen wir von ihm die Pegasus-Schuhe. So. Ich mache mal eine kurze Pause. Die Aufnahme läuft weiter. Da bin ich wieder. Jetzt geht's erstmal in die verlorenen Wälder. Fragt euch, warum in die verlorenen Wälder? Na gut, erstmal zum Dorf Kakariko. Dann in die verlorenen Wälder. Dann zum Fluss der Zoras. Erst nach Kakariko, dann in die verlorenen Wälder. Oh! Vorher aber hier. Hier nehmen wir noch eine Fee mit. So, jetzt guck ich mal, wie viele Feen habe ich schon? Gut, zwei. Ja, eigentlich muss ich jetzt Aufnahme beenden, aber ich will zwei Punkte, drei Gegenstände noch in dieser Aufnahme haben. Buch Modora. Dann, ja,
Ja, das Pulver, wo ich ja den Pilz brauche. So. So, hier haben wir schon mal das Buch. Das braucht man nicht so häufig, aber es gibt nur drei Stellen, wo wir das Buch brauchen. Aber es jetzt schon mal zu haben, ist schon mal gut. So, und jetzt geht's hier weiter. Ich muss... Sieh da! Und schon ist sie weg. Schau mal kurz hier rein. Weil hier gibt es eine Stelle. Hühnchen, geh weg. Gutes Hühnchen. Ein paar Pfeile habe ich wieder bekommen. So. Die Folge hat wieder schon ein bisschen Überlänge. Mit dem rede ich noch nicht. Das ist für mich ein Null. Jo. Dass du mich so schnell geschnappt hast. Mit deiner Schnelligkeit muss es dir leicht gefallen sein, Zelda zu entführen. Du bist kein schlechter Kerl. Because you have, kann ich jetzt nicht so in meinem such quick feet, it might be a good idea to run and bash into many things. For example, the trees in this village have many useful things. Irgendwas mit die Bäume in diesem Dorf haben interessante Sachen in den Kronen versteckt, wenn du dagegen rempelst. Aber, lieber Zelda-Junge, schau dir das mal an, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ich habe hier was gemacht. Ich weiß nicht, ob du es schaust, aber wenn du es... Mal sehen, was dich hinter dieser Tür erwartet in deinem Randomizer-Spiel. Mich erwarten... 2 Mäuse und 8 Krüge. Ja, wie gesagt, also der Zelda-Junge, der spielt das hier auch, aber als Randomizer-Version. Ah! Hier kann ich auch nochmal eben reinspielen. Okay, was erwartet mich hier? No. Kleine Herzchen. Aber wie gesagt, in dieser Aufnahme brauche ich jetzt noch 2 Sachen. Die will ich mir noch aneignen. Ey! Lass mich nicht von
Tölpel niederstrecken. So, und jetzt sind wir schon mal in den verlorenen Wäldern. Da werden wir aber nicht lange bleiben, weil ich... Oh, oh. Ich glaube, den mal kurz hier hin. Nein, das war nicht das Schwert, was ich wollte. Und da ist der Pilz für die Leute. Bei dem brauche ich. Jetzt geht es wieder komplett zurück, den Weg, den ich gerade gegangen bin. Vielleicht noch einmal auftauchen. Nein, 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 nein. Ich könnte noch eine Sache holen. So, ich habe doch gesagt, hier kann man nur eine Bombe legen. Und wir haben ja jetzt Bomben. Und das zweite Herzteil. Und wir haben 500 Rubine schon mal. Ja, die hat nur irgendwas mit Blind zu sagen. Dass das das ehemalige Versteck ist. Ja, als ich sagte, ja, das mache ich jetzt auch noch eben in der Aufnahme. So. Da. Ah, doch nicht. Ah, es war doch nicht das, was ich meinte. Kommen wir noch nicht dran. Aber ja, an drei Sachen kommen wir jetzt noch in der Aufnahme dran. Okay. Die Variante, die ich gerade eben vorgeschlagen hatte. Thank you.
jetzt wieder rein. Und dann schon mal das magische Puder. Oder der magische Staub. Ja. Und die anderen beiden Sachen kommen mal erst dran, wenn ich eine bestimmte Sache habe. Ja. Das heißt also, beim nächsten Mal werden wir bei links raus starten. Jupp. Ich hab vergessen, ich brauche die Krafthandschuhe. Nein, 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 nein. Werden wir uns zum Wüstentempel begeben. Denn da finden wir den Gegenstand, den wir brauchen, um zu den Zoras zu kommen. Ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Euer Koganto bei The Legend of Zelda. A Link to the Past. Ciao!